Hallöchen! Herzlich willkommen zu diesem dreiteiligen Videoprojekt zum Thema Selbstliebe. Ich habe 10 Personen 3 Fragen gestellt und du wirst jetzt in jedem Teil die Antworten auf eine Frage von diesen 10 Personen hören. In diesem zweiten Teil kannst du heute die Antworten auf die Frage: Woran merkst du deine Selbstliebe im Alltag? Wie nimmst du die wahr? Woran erkennst du die? Also meine Selbstliebe, die zeige ich mir selber, indem ich einfach Sachen konsumiere oder nicht konsumiere. Wenn ich weiß, dass gewisse Sachen, Stoffe nicht gut für meinen Körper sind, dann konsumiere ich sie halt nicht oder ich versuche zumindest sie so weitgehend fernzulassen, weil ich mich ja selber liebe, weil ich ja meinen Körper das nicht zumuten möchte. Tatsächlich hatte ich jetzt eine Situation, ich habe einen neuen Partner und den finde ich total wunderschön. Und dann lag ich so neben dem und habe gedacht, ich sehe irgendwie ganz anders aus, ich rasiere mich nicht, ich habe irgendwo Haare an allen möglichen Körperstellen und wie kann der mich jetzt irgendwie so gut finden, so wie ich bin? Und den Gedanken, der war kurz da einfach und dann habe ich gedacht, nee, es ist alles gut, so wie ich bin. Ich war so lange auf diesem Weg, mich irgendwo in Anführungsstrichen selber zu finden und selber zu lieben und habe gemerkt, das ist so ein Zweifel aus der Vergangenheit, weil ich nicht diesen perfekten Körper habe, wie er so suggeriert wird in der Gesellschaft und auf Fotos und Zeitschriften, dass er da war. Aber ich dachte, hey, Hannah, hör auf, du bist schön, so wie du bist. Und ich habe da wirklich gemerkt, dass ich mich, so wie ich bin, selber liebe. Was ich mir darunter vorstellen könnte, ist, wenn ich mich selbst nicht kritisiere, also wenn ich mich nicht selbst runtermache, weil man ja dazu neigt, an sich zu zweifeln und sich für unfähig zu handeln, zu halten oder irgendwie glaubt, dass man dies oder das oder jenes nicht so richtig kann, wie auch immer. Und ja, wenn ich dann erkennen würde, dass ich mich selbst liebe, das wäre dann für mich, dass ich einfach bei mir bin, dass was funktioniert, dass ich das Gefühl habe, ich funktioniere optimal, dass ich Selbstvertrauen habe, genau, in meiner Mitte bin, im Gleichgewicht bin, das Gefühl habe, ich bin leistungsfähig, in der Lage, die Probleme, die ich gerade habe, lösen zu können, dass ich da Ideen habe und so weiter. Also, dass ich einfach guter Dinge bin, sozusagen. Guter Laune, im Gleichgewicht, genau. Das wäre so meine Antwort. Also wenn ich in den Spiegel schaue zum Beispiel, dann freue ich mich meistens tatsächlich, mich zu sehen und grinse mich selber an. So. Und ich lerne gerade immer sehr liebevoll und respektvoll mit den anderen und auch mit mir selbst umzugehen. Oder ich bedanke mich bei mir selbst, wenn irgendwas Schönes war oder auch bei den anderen. Also diese Dankbarkeit halt universell gesehen. Ich habe neulich mal einen Vortrag geguckt, wo es auch ein bisschen um die Selbstliebe ging. Und da ging es darum, um die Dämonen, die jeder in sich selbst hat, die mal zu akzeptieren, dann aufzulösen und anfangen, sich selber zu lieben. Das ist eine Sache, die ich sehr schön finde. Sachen, die einem passiert sind oder Sachen, die man, wo man damit auch nicht 100% jetzt zufrieden ist, aber daraufhin zu arbeiten, das anzunehmen, was es ist. Ein Beispiel: Ich finde, meine Haare sollten blond sein und nicht die Farbe, die sie jetzt haben. Den Sinn darin zu finden, warum sind die so? Einfach mal dieses Gesamtbild zu sehen, okay, ich akzeptiere mich so, ich bin, meine Haare passen zu mir, gibt einen Sinn, ich möchte wissen, warum das so ist und dann einfach das anfangen, mich so zu lieben, wie ich bin, einfach und wie gesagt, dankbar dafür zu sein, als Beispiel. Ich merke jetzt auch in letzter Zeit extrem, dass ich mich auch innerlich verändert habe, dass ich mich mehr auch angenommen habe, mich mehr selbst liebe und das merke ich dann auch so total im Außen, dass ich
Freude strahlend durch die Welt gehe und dass Menschen mich ansprechen und zu mir sagen, wow, du hast so eine schöne innere Ausstrahlung, dass du das dann auch nach außen ausstrahlst. Und das merke ich auch im Alltag so sehr, dass Menschen mich dann ansprechen und sagen, ja, du strahlst so auch von innen, sowohl von innen als auch von außen. Im Alltag merke ich meine Selbstliebe, indem ich gut für mich sorge, ja, dass ich mir gutes Essen mache, dass ich mein tägliches Fasten mache, also das intermittierende Fasten, merke ich einfach, wie es mir gut tut. Ich liebe es, in der Natur zu sein, also wenn ich draußen bin und mir die Zeit schenke, da zu sein, mich mit Freunden zu treffen, das ist für mich Selbstliebe, weil ich weiß, dass mir das total gut tut. Intensiven Austausch zu haben mit Menschen tut mir total gut, da merke ich, das schenkt mir total viel Freude, schöne Momente. Ich gucke gerne Filme, um irgendwie runterzukommen, gute Bücher. Es ist eigentlich Selbstliebe. Das ist, glaube ich, eher so ein Prozess oder ein Zustand, wo ich persönlich jetzt nicht so drüber nachdenke. Manchmal, also früher, wo ich jünger war, hatte ich öfters Zweifel gehabt an mir selbst, ob ich gut genug bin oder ob ich attraktiv genug bin. Bestimmte Körperstellen haben mir nicht so zugesagt. Zum Beispiel meine Nase habe ich nicht gemocht. Und dann irgendwann habe ich Leute kennengelernt, die haben mir Komplimente gemacht wegen meiner Nase. Ja, also genau das, was ich eigentlich nicht gemacht habe, dachte ich, okay, also es gibt Leute, die mögen mich wegen meiner Nase. Das ist genau eigentlich das, wo ich mich eigentlich nicht angenommen habe, nicht selber akzeptiert habe. Und ja, also eigentlich denke ich nicht so drüber nach, oh, habe ich mich jetzt heute selbst geliebt oder nicht. Ich merke das nicht immer, natürlich. Aber manchmal drückt sich das aus, wenn... Naja, wie zum Beispiel am Freitag habe ich bei einem Job, den ich gerade mache, sehr viel durcheinander gebracht und mich sehr geärgert über mich. Und dann habe ich mir gesagt, das ist okay, das kann jedem passieren. Und ja, es ist gut. Und nächstes Mal weiß ich es besser und ach, wenn ich es nochmal mache, dann passiert es halt. Genau. Eine andere Sache. Also ich habe so ein paar, quasi so eine Liste von Sachen, die ich mache, wenn ich will, dass es mir besser geht. Das ist zum Beispiel Gitarre spielen für mich alleine. Mhm. Oder mir eine Gesichtsmaske auftragen. Oder mir ganz schrecklichen, bunten, glitzernden, pinken Nagellack auf die Finger machen. Ich habe es jetzt nicht drauf, aber vielleicht kommt es die Woche nochmal. Genau. Ja, oder einfach mal früh schlafen gehen, auch wenn da eine Stimme in mir ist, die sagt, ich will ganz lange, wie so ein kleines Kind, also ganz lange wach bleiben. Aber dann trotzdem mal früh schlafen gehen. So in der Voraussicht, dass ich am nächsten Tag froh darüber bin. Ja, wenn dich selber das Thema Selbstliebe sehr bewegt, dann habe ich noch zwei wichtige Informationen für dich. Und zwar habe ich zwei Videokurse gemacht, und zwar einmal eine kostenlose Schnupperversion zum Thema Selbstliebe. Und wenn du richtig einsteigen möchtest, dann gibt es den 30-Tage-Intensivkurs, wo du jeden Tag einen Impuls bekommst zu einem Thema, was mit der Selbstliebe zu tun hat, und auch jeden Tag eine Übung mitbekommst, weil nur wenn du die Selbstliebe praktisch anwendest und übst, wird sie immer mehr werden in deinem Leben. Ja, und die Informationen zu diesen beiden Kursen findest du unten in der Infobox. Vielleicht schaust du mal rein und guckst, ob das was für dich ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen, und wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao!